erzähle dir mal einen kontrollierten Cheat von mir. Ja, das ist natürlich nicht die Basis für eine gesunde Ernährung, aber ab und zu kann man sowas schon machen. Das Coole ist halt, ich muss dafür jetzt morgen nicht extra noch aufs Laufband gehen oder sonst was, weil diese Mahlzeit, das wird meine Bilanz überhaupt nicht beeinflussen. Ja? Ich werde nicht über mein Gesamtfett kommen am Tag. Es wird alles passen. Ich zeige euch mal kurz die Produkte dazu. Hier, Gyrospfanne, die ich nehme. Die hat nur 4 Gramm Fett auf 100 Gramm und die schmeckt, also ich habe das schon öfter mal probiert, ja. Braucht ihr auch nicht würzen, ich gebe da nur in die Pfanne, mache ich 3 Sprühstoße von dem Öl. Ja, 3 Sprühstoße ist 1 Gramm Fett. So, dann hiervon mache ich 110 Gramm rein in die Pfanne. Hab dann hier eine Zwiebel, dann nehme ich die Hälfte, die gebe ich mit in die Pfanne, tue es dann anbraten. Dann habe ich hier so Pita-Taschen, ja, das sind 3 Stück, also es gibt dann so 3 kleine Döner sozusagen. Ja, für den Belag noch habe ich hier Eisbergsalat und Tomaten. Und die andere Hälfte von der Zwiebel tue ich dann frisch rein. Ich werde noch, das kennt ihr ja schon, Tzatziki Apostels, das ist auch ziemlich low fat. Ja, ich denke, ich werde 100 Gramm verwenden für die 3. Müsst ihr nicht. Das gesamte, also die 3 Döner dann mit Tzatziki, müsste das 14 Gramm Fett haben. Ja? Und wenn ihr gar kein Tzatziki nehmt, dann sind es nur 8 Gramm Fett. Das ist kein Witz. 8 Gramm Fett für die 3 Döner, ohne Tzatziki. Ich werde es mitmachen, so, das seht ihr jetzt gleich. So, die Pfanne ist schon ready. Ich zeige euch mal kurz, wie ich es vorbereitet habe. Ich habe hier so 50 Gramm Cherry-Tomaten gehabt, eine große Zwiebel. Die habe ich erst durch die Hälfte gemacht. Die eine Hälfte gebe ich jetzt mit dem Fleisch in die Pfanne und die andere Hälfte habe ich auch klein geschnitten und gedrittelt. Da ich mir hier 3 Stück mache, hier noch Eisbergsalat, war auch so um die 50 Gramm insgesamt. Oder 40, glaube ich. Hat ja keine Kalorien. So, und hier habe ich das Fleisch. Ich sage, ich mache jetzt hier 2, 3. Gebe das Fleisch jetzt hier dazu. Jetzt habe ich keine Hand frei. Zack. Und hier noch die Zwiebeln, so, ich brate das jetzt mal an und gebe noch den Rest dazu. So, das Zeug ist jetzt am Anbraten. Noch ein Tipp, wenn ihr mal sowas essen tut, ja, schaut immer, dass ihr dann wenigstens genug Grünzeug dazu isst, also Gemüse. Bei mir ist es jetzt wurscht, weil ich esse am Tag 1 Kilogramm Obst und ca. 800 Gramm Gemüse. Jeden Tag, also mindestens, kann auch mal höher sein. Ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt, die Gyrospfanne war vom Aldi und die anderen 2 Produkte sind beide vom Kaufland, genau. Das Coole ist, diese Taschen, die tut ihr dann gerade in den Toaster. Ja? Also, ihr seht ja auch gleich das Endergebnis, ich zeige euch auch nur einen. Ja? So, das Fleisch ist ready, ich habe auch schon so ein Pita in den Toaster. Macht ihr gerade hier die Ecke ab. Ja, die Lasche. So, und das Fleisch habe ich jetzt auch schon in 3 Portionen so aufgeteilt in der Pfanne. So, gibt ihr hier erst ein bisschen Eisbergsalat, ein paar Tomaten, Zwiebel rein. Mache ich etwas Fleisch schon mal rein. So, dann nochmal eine Schicht Eisbergsalat, Zwiebeln und Tomaten. So. Und jetzt der Rest vom Fleisch.
Ja, und jetzt kommt noch Tzatziki drauf. Und ich mache dann noch Chili drauf. Der erste ist fertig. Seht ihr? Ich habe da jetzt gerade mal 15 Gramm Tzatziki drauf gemacht. Also könnt ihr euch oder 15, 45, jetzt circa 50 Gramm Tzatziki, also doch keine 100. Ich lasse mir es jetzt schmecken. Bis dann. Ich bin schon wieder am Schwitzen, weil ich es wieder zu scharf gemacht habe. So, das ist jetzt schon der dritte. Probiert es mal aus. Ihr braucht das Fleisch auch nicht zu würzen. Das wird euch auf jeden Fall schmecken. Und gebt mir ein Like, falls euch sowas gefallen hat. Wie gesagt, das kann man ja mal machen. Sollte aber nicht die Basis für eine gesunde Ernährung sein. Bis dann. So Leute, bin ordentlich am Schwitzen. Ich zeige euch noch schnell die Makros. Zack, hier haben wir die Zutaten. Ja, es waren jetzt doch nur 50 Gramm Tzatziki. Damit hat sich die Fettmenge reduziert, also knapp 10 Gramm Fett für die drei Teile. Ne? 755 Kalorien, 118 Gramm Kohlenhydrate und 46 Gramm Protein. Aber hier das Krasse, ihr isst drei von diesen Dönern. Ja, ich bin jetzt satt erstmal. Zwar nicht so lange, aber ich hau mir ja die 4000 Kalorien rein. Also, wenn es euch gefallen hat, ja, ist halt ein kontrollierter Cheat, ja. Und ich muss mal schauen, wie im Moment die Bilanz aussieht. Ja, hier mit dem Döner habe ich bei 3350 Kalorien gerade mal 58 Gramm Fett. Also ich habe noch Luft bis 70 Gramm, ja. Okay, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Bis dann.